Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frage und Antwort im Kita-Recht. Und wir haben ja mehrmals schon auch in diesen Videos, aber auch sonst in unserem Blog über die Meldepflichten von Kita, Hort oder sonstigen Trägern der Freien Jugendhilfe berichtet, wenn etwas in der Einrichtung vorgefallen ist, das irgendwie das Kindeswohl beeinträchtigen könnte. Das findet sich im 47 SGB 8, da ist eine Meldepflicht, eine gesetzliche, statuiert. Und die Träger sind häufig ein bisschen unsicher, was man da melden soll. Meistens wird eher angenommen, dass man nichts melden müsste, weil das ja nur weitere Fragen nach sich zieht. Also würde man lieber den Mantel des Schweigens darüber legen. Davon können wir nur sehr stark abraten. Also diese Meldepflichten sind für Träger gesetzlich vorgesehen und die Aufsichtsbehörden, die haben zu Recht ja ein sehr strenges Auge darauf, ob es auch entsprechend eingehalten wird. Und aus unserer Erfahrung ist es einfach besser, eher mehr zu melden als weniger. Lieber seiner Verpflichtung nach dem Gesetz überobligatorisch nachkommen, als sich später dann eine gewisse Heimlichtuerei unterstellen lassen zu müssen, weil die Behörde versteht sich natürlich auch als eine Art Fachberatung. Was ist denn passiert? Aha, was können wir tun, dass es nicht nochmal neu passiert? Lieber Träger, brauchst du da vielleicht unsere Unterstützung, damit du entsprechend im Wiederholungsfall besser gewappnet bist? Deshalb unser Rat bei den Meldepflichten, eher etwas großzügiger herangehen, was man alles als meldungswürdig erachtet. Wir haben zur besseren Einschätzung des Ganzen uns mal die entsprechenden Empfehlungen, die sind nicht abschließend, das geht doch darüber hinaus, auch die Kommentierung hat noch einige Beispiele dabei, also die einschlägige Gesetzeskommentierung, aber die Kita-Aufsicht in Hamburg, die BASFI, hat einen Merkzettel herausgegeben und da finden sich natürlich einleuchtende Sachen, aber auch eben andere, die es vielleicht nochmal wert sind, hier vorgelesen zu werden. Zum Beispiel natürlich Feuerexplosionen, kann man drauf kommen. Tod eines Kindes, besonders schwere Unfälle von Kindern, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt im Krankenhaus führen oder geführt haben, klar. Strafbare Handlungen, auch klar. Insbesondere Sexualstraftaten, sollte jedem einleuchten. Oder Erfordernisse, die es möglicherweise für erforderlich machen, dass die Kinder anderweitig untergebracht werden. Auch klar. Aber eben auch andere Vorkommnisse und Entwicklungen, bei denen sich Kinder auch gegenseitig verletzen. Also wenn Kind A, Kind B tüchtig mit dem Ast etwas über den Kopf gezogen hat, könnte man hier schon von einer Meldepflicht nach 47 SGB 8 ausgehen. Was haben wir noch? Kinder, die sich aus der Kita und ihrem Gelände entfernen konnten und sich damit der Aufsicht durch das pädagogische Personal entzogen haben. Ja, auch wenn Kinder ausbüchsen, ist das zu melden. Es ist eigentlich, wenn man es jetzt mal statistisch betrachtet, eigentlich der klassische Fall, der gemeldet werden muss. Was haben wir noch? Statistisch, weil Kinder immer wieder ausbüchsen können. Was haben wir noch? Kinder, die im Rahmen eines Ausfluges aus dem Aufsichtsbereich sich entfernen konnten oder vergessen wurden, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Spielplätzen. Auch das kommt ganz häufig vor, wie wir immer wieder feststellen müssen. Ein Kind, was auf dem Spielplatz sich einfach irgendwo versteckt, Erzieher, die nicht richtig ihre Gruppe abzählen und dann in der Einrichtung feststellen, ups, da fehlt uns jemand. Das ist kein Kavaliersdelikt. Auch wenn es passieren kann, natürlich nicht passieren darf, aber es ist entsprechend zu melden. Dann, was haben wir noch? Zum Beispiel bei Vorkommnissen, bei denen Beschäftigte andere Gefährdungen der zu betreuenden Kinder verursacht haben. Und das ist auch wichtig, wenn absehbar ist, dass der reguläre Betrieb einer Kita nicht mehr gewährleistet ist. Der letzte Punkt ist interessant, weil der betrifft eigentlich auch solche unkonkreten Sachverhalte, sage ich jetzt mal, wie die große Krankheitswelle unter Erziehern, okay, das kann man noch einigermaßen abgrenzen, wenn auf einmal ganz viele Krankmeldungen hereintrudeln und eigentlich klar ist, das funktioniert heute nicht, also es funktioniert nicht in Relation der Erzieher zu den zu betreuenden Kindern oder spätestens morgen wird es nicht mehr funktionieren, dann muss man zum Telefon greifen, aber darunter fallen auch Sachen, wenn es große Zwistigkeiten zum Beispiel im Team gibt oder zwischen Team und dem Träger
oder wenn es eine extrem hohe Personalfluktuation gibt. Alles so eine Sachen, wo man sagen kann, es ist absehbar, dass der reguläre Betrieb einer Kita, der reguläre, so wie man ihn kannte, so wie er auch im Betriebskonzept für die Betriebserlaubnis, im pädagogischen Konzept niedergelegt ist, wenn das nicht mehr möglich ist, dann sind Träger verpflichtet, entsprechend bei ihrer Aufsichtsbehörde eine Meldung zu machen. Also allein dieser Katalog, den ich gerade aufgezählt hatte, soll eigentlich verdeutlichen, dass eher zu melden ist, anstatt etwas zu verschweigen. In dem Sinne.